Ja, da könnte man eigentlich gleich mal eine Schaufel nehmen und ein bisschen umgraben hier. Genau, das Fundament auch noch. Warte mal, wie macht man eigentlich Stein, wenn man... Stein geht doch, wenn man... Bruchstein mit... Stopp. Wie kommt da noch ein Stein raus? Stein, genau. Dann machen wir das Fundament auf Stein. Und den Boden dann aus Granit. Ich brauche ja Bruchstein. Habe ich noch was? Gießt es. Voller Bruchstein, ja. Habe ja genug. Da muss ich noch das Holz dann verarbeiten. Passt schon, passt schon. Granit habe ich hier auch noch was. Ich glaube, das sollte hier reichen. Ne? Ich werde ein paar Stöcke bauen. Yeah. So, verarscht. Den Keller könnte ich auch noch bauen, oder? Ich glaube, da reicht die Zeit nicht mehr. Ach, scheiße, den Teppich weggeschmissen. Das sind meine Druckplatten, also meine Türstufen. Oh, eins zu viel. Nein. Aber hier ist... Ich habe das Loch hier hingebaut. So. Das Bett stehen. Nein, hast du kaputt gemacht? Nein. Scheiße. Ja, muss ich neu bauen. Ach, zu tief. Zu tief. Oh fuck. Nein. Was hab ich denn jetzt gemacht? Scheiße. Stimmt, also draußen sind sie gleich. Ich habe direkt mal angebaut. Fuck. Muss ich anders machen. Muss ich anders machen. Scheiße, wieder zu tief gebaut. So, Ruven, wie schaut's denn aus? Ein bisschen das haben wir schon. Stein. Willst du was fundamentieren? Kann man schon machen. Glaub nicht so. So, dann. Bam, bam, bam. Das muss ich machen, wenn es Granit da drinnen ist, von außen dann machen. Machen es dann von außen, genau. Ach, die Schaufel ist hin. Habe ich noch eine Schaufel? Natürlich nicht. Schaufel craften. Bam, bam. So.
Visier, was buckelt, liest dann das gebuckt. Ja. Der Ofen. Ja. Die Truhe. Ja. Cool. Stein. Ich brauche Stein. Okay, die Reihe dann von außen machen. So, jetzt erstmal Granit. Granit wird mein Fußboden. Aber man kann das Granit noch für Arbeit nehmen, wie? Polierter Granit. Hey, ist ja gleich viel besser, oder? Auf jeden Fall einen polierten Granit. Schaffen wir das? 9 Minuten. Ja, schaffen wir schon noch. So. Polierter Granit. Kann man aus dem polierten Granit noch was Besseres machen? Nope. Das sind da wegschmissen hier noch. So. Polierter Granit. Verast. Das wieder weg tun, oder? Oh nein! Tu doch das da rein, dann die Spitzhacke hier rein. So. So, hier mit dem polierten Granit, wie schaut denn der aus? Oh. Da viel besser aus dem Fußboden, ne? Kalt, aber passt schon. Da habe ich einen schönen Wollteppich. Ofen. Passt. Yeah, ist der Fußboden fertig. Und noch ein Bett bauen. Haben das Bett kaputt gemacht, oder? Nein, da ist das Bett. Habe ich ja noch alles da. Scheiße, alles weggeschmissen. So, da stellen wir jetzt. Stellen wir uns so hin. Passt. Dann noch einen schönen warmen weißen Teppich. Vor die Tür. Da geht's nicht. Nur hier. Okay. Dann, was habe ich noch kaputt gemacht? Nix, Mutter. Alles wieder gebaut. Passt. Achtung, mal einen Apfel essen. So, passt. Passt. Passt alles. Von außen wollte ich hier noch was machen, genau. Es ist Tag. Sehr schön. So, hier mit der Schaufel. Hm. Fundament unterschwemmt.
So, Steine. Und wie reichen die? Nein, ich brauche mehr Steine. Dann wieder rein. Stein ist für dich verarscht. Raus. So, passt. Dann machen wir noch so schönen Sandstrand. Ach, Scheiße. So, hier, da, hier. Hier und da und da. Nein. Passt. Die Hütte ist fertig. Sehr schön, gefällt mir. Richtiger schönes Strandhäuschen mit Fenster und Türen. Schöne Wurf, schöne Fußboden. Schönes Licht. In der Nacht ist man geschützt hier. Kann schlafen, schön warm Teppich. Und ein Ofen haben wir auch noch. Eine Truhe. Kann man eigentlich an die Wand irgendwas anhängen? Geht das? Kann man da sowas bauen? Was ist das eigentlich? Ein Knopf? Druckplatte, Stufe. Eine Holzfalltür, ja, cool. Cool, was ist das? Ein Birkenholzboot. Das muss ich gleich mal testen. Das muss ich echt testen jetzt, so ein Boot. Komm rein mit dir. Bäm, und rein hier. Wie kommt das Licht in den F5? Oh, ist das schön. Hallo, hallo. Es freut mich sehr, dass du zugeschaut hast. Und vielleicht hat es dir ja gefallen, die Demo-Version. Wenn es dir gefallen hat, dann spiele es doch einfach selber. In der Beschreibung steht der Link dazu. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann komme ich wieder raus, so. Sieht denn so. Okay. Schönes Brötchen, passt. Kann ich eigentlich aber kann man einen Zaun auch bauen oder einen Gleiter? Da lösen wir jetzt. Wie geht denn die Leiter? Birkenholz. Schade. Da muss ich noch viel üben. Aber das kann ich ja machen, wenn ich dann das Spiel gekauft habe. Ein Knopf, was macht jetzt der Knopf? Kann ich den irgendwo hinbauen? Cool. Ah! Geht die auch zu?
Hey, geh halt wieder zu, wenn ich jetzt reingehe. Bin nur so. Sehr schön. Wieder was gesehen. Aber hier liegt was selber zu. Da muss ich noch ein bisschen üben. Da muss ich noch testen und üben. So, eine Minute, was machen wir da? Wir schauen uns einfach noch. Genau, schauen wir das Haus von außen an. Vielleicht auf den Hügel darauf springen. Das Dach, der hätte vielleicht noch ein Schrägdach bauen sollen, hm? Vielleicht für nächstes Mal. Ein Schrägdach. Wir wollen ein kleines Häuschen. Mitten im Nirgendwo. Wenn ich von hier aus dann mich auf die Reise begebe, ob ich dann jemals wieder zurückfinden werde. Mal schauen. 5, 4, 3, 2, 1. Die Demo-Zeit ist abgelaufen. Dein fünfter Spieler ist zu Ende. Drücke F2, um einen Screenshot deiner Schöpfung abzuspeichern. F2. So, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und vielleicht kauft ihr das Spiel auch. Und vielleicht sehen wir uns dann auf einem Server wieder und spielen gemeinsam. Dann vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Anschauen. Servus, Pfiat und tschüss, euer Tiger.